Willkommen. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Wenn es das nur ist. Was mit anderen? Wo ist mein Dad? Hat das restliche Team überlebt? Hey, sie sind wieder da. Der hat die Frage nicht beantwortet. Kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Ich kannte ihn kaum. Nein, er starb als Held. Er hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. What the hell? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber, sie sind der neue Pathfinder. Soll das ein Witz sein? Kann ich ihr ernst sein? Wieso nicht? Ich bin überzeugt, sie kriegen das hin. Das ist leichter gesagt als getan. Ich habe kaum die letzte Mission überlebt. Verdammt, genau genommen habe ich das nicht mal. Aber sie sind wieder gesund und munter. Und sie haben Mumm, so viel steht fest. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Kann ich meine eigene Versicherung jetzt bekommen? Ich war ja tot. Der Zustand ihrer Schwester ist unverändert. Saya? Ja, Saya ist stark. Sie sind Kämpfer wie ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Warum hat der... Privater Kanal? Er hat mir nie was davon erzählt. So konnte ich ihn besser verstehen. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Das ist eine tolle Einstellung. Yay! Achievements! Das ist doch das Schiff von den Bösen! Der sieht aus wie der Obermacker. Thank you.
Oh Gott. Unser Gegner ist der galaktische Imperator Teletubby. Tabi, winke, winke. Sorry. Oder vielleicht ist er auch gar nicht böse. Aber sieht wirklich aus wie der galaktische Gott Teletubby. Der eine Horde von Pilzköpfen anführt. Das tut mir leid, Furcht einflößen. Das ist was anderes. Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssen ebenfalls dort sein. Ich liebe Turianer. Hoffentlich haben Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle hier, Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Aber jetzt nach 600 Jahren müsste Garrus schon ein alter Turianer sein oder wahrscheinlich eher unter der Erde. Sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Ich würde sagen, es war ein erfolgreicher Arbeitstag. Gute Arbeit, Gutko. Ihr sind Menschen. Wir bringen den Krieg. Alles okay bei Ihnen, Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Unsere Techniker müssen aber dafür jetzt sorgen, gehört dass er ihm. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja. Und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Ja, sollte man. Ich weiß nicht, aber das ist physikalisch, wie er rennt irgendwie, glaube ich. Ich habe sie gerade auf den neuesten Stand gebracht. Ich scanne dich mal. Okay, ihr seid sauber. Keine relevanten Daten. Sie müssen Geister sein. Okay, Leute, das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Informiert eure Teams, dass die Undock-Prozedur begonnen hat. Wir haben 20.000 schlafende Kolonisten und müssen wissen, wo wir sie unterbringen, bevor der Wecker klingelt. Sobald wir die Freigabe der Nexus haben, fangen wir an, die Leute aus der Stase zu holen. Damit alles reibungslos verläuft, müssen sich eure Teams untereinander ab. Also ich mag Mass Effect ja wirklich sehr. Aber mit den Animationen, Gesichtsanimationen haben sie sich echt diesmal nicht so ganz. Ich meine, das sieht aus alles ein bisschen zur Qualität Deus Ex. Und das war vor 10 Jahren. Da hätte vielleicht ein bisschen mehr gehen können. Ich meine, Gutko sieht handsome aus as fuck, aber das ist auch im Real Life, deswegen kann man da nicht viel falsch machen. Wink, wink. Und Saya auch. Auch wenn wir sie nicht arg viel sehen, aber so die NPCs, die ich bisher getroffen habe, meh. Los geht's! Docken wir an. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten.
Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Champagner, wo willst du mitten im All Champagner hernehmen? Am besten noch Space Lobster. Da funkt irgendwie. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Kann ich auch irgendwie langsam? Ah ja, kann ich. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Virtuelle Intelligenz. Wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Ha. Scan Terminals. Wir könnten rausfinden, was die Familie zu sagen hat. Ja, ihr braucht mir nicht die Hand halten. Ich weiß das schon, aber ich will vorher gern noch das ganze Zeug scannen. Die Pflanzen sind noch am Leben. Okay, Avina, was hast du zu sagen? Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Vorprogrammierten Antworten? Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, und wo zumindest sind die? Mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Ablauf der Ansicht. Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt ihrer Träume zu entscheiden. Reizt Sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Ja. Die Hügellandschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür Sie sich auch entscheiden. Unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um Ihre Sicherheit und Ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Puh. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Propaganda! Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Andromeda liegt mehr als 2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem ist je so weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht. Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios-Cluster bekannt ist. Hier werden sie gemeinsam mit tausenden anderen Kolonisten ihre Träume von einer neuen Heimat wahrmachen. Ihr Schicksal erwartet sie. Wow. Das klingt echt... Selbst wenn hier alles laufen würde, würde ich mich von der AI verarscht fühlen. Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Sprich, das wird die neue Citadel, die neue Hauptstadt. Was komisch ist, weil die Citadel in Mass Effect normal wurde ja von den Reapern gebaut. Von den bösen Space Aliens, die alle töten wollten. Wie läuft der Immigrationsprozess ab? Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicherzugehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Naja, von da kriegen wir nichts Nützliches her. Es war mir ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt
Unbekannter Fehler. Okay, das war echt hilfreich. Naja, du sprichst mir aus der Seele. Hallo? Wo sind alle? Hier müssten eigentlich massenhaft Leute sein. Da ist jemand. Da ist jemand. Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Er sieht nicht so aus. Bauarbeiter. Hi. Hallo. Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagen Sie von einer Arche? Das hier ist doch die Nexus, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier richtig sind. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Ja, natürlich. Tut mir leid. Es ist nur, wir dachten, Sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber Sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Turiana? Tyrion Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Nein, wir sind wirklich hier. Sie sehen, wir sind tatsächlich hier. Natürlich, es ist nur... Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind Sie jetzt hier. Ich muss überhaupt keine Kommentare machen, weil Gutgo macht alle Kommentare für mich. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Keine Nachricht von irgendjemandem. Drohungen seitens der Einheimischen? Wir haben uns bisher versteckt gehalten. Wir sind nicht in der Verfassung, einen Angriff zurückzuschlagen. Auf Habitat 7 kam es zu einer Erstkontaktsituation, aber sie ist fürchterlich schiefgegangen. Sie wollten uns töten. Das war kein Erstkontakt. Wir wissen von ihnen. Diese Alien... Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Es könnten auch irgendwelche anderen Aliens sein. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist das wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew Hallo. Der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Nicht so froh wie wir. Nach so einer Reise tut es gut, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Hungrige Gesichter. Wir sind dankbar für alles, was Sie entbehren können. Das ist was? Foster Edison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit Ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken,
Wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind sie es, Ryder. Sind sie dem gewachsen? Ach, die Frau sieht creepy aus. Die redet, ohne dass sich ihre Stirn bewegt. Und das Make-up lässt sie auch irgendwie... Die Leute brauchen Hoffnung. Ja, bin ich. Ich bin vielleicht nicht ihre erste Wahl, aber ja, ich bin bereit. Jugendlicher Enthusiasmus allein wird in Andromeda nicht ausreichen. So behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nagmorkesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Und wir werden sie gekonnt ignorieren. Weibliche Kroganerin. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Willkommen, ich mag diese Narbe. Die passt einfach. Danke für die Unterstützung. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn der Speicher leer ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Hat er mich gerade? Die. Das ist eine Die. Aber das sieht wenigstens schön aus. Das sieht richtig schön aus. Logbuch. Okay. Hier kann ich mir die ganzen Spezies und alles Mögliche anschauen. Wiedersehen im Nexus. Was ist hier noch? Logbuch. Oh, mein Inventar. Gut. Ich habe ein Präzisionsgewehr, eine Pistole, ein Sturmgewehr. Aber ich habe 3 Mods für das Sturmgewehr. Thermomagazin. Zielfernrohr. Alles gut. Kann ich die gleich einsetzen? Anscheinend nicht. Muss ich noch warten, okay. Forschung? Waffenbaupläne. Oh mein Gott. Ah, ich kann die Reaper bauen. Ich könnte eine Widow bauen. Ist das auch ein Scharfschützengewehr? Ja, das ist ein Einzelschuss-Scharfschützengewehr. Das möchte ich gern bauen. Aber das kann ich nicht hier einfach so. Außerdem brauche ich wahrscheinlich auch noch Ressourcen dazu. Fähigkeiten? Ich habe keine anderen Fähigkeiten. Ich kann aber noch meine Leute steigern, was das betrifft. Ja. Mach mal du weiter auf deine Nova, das ist okay. Und Liam, ich mag deine Granate ziemlich. Chaosangriff. Nee, das brauchen wir nicht. Dann lieber Splittergranate. Ich brauche jemanden, der von der Deckung heraus ballern kann. Bestätigen. Trotzdem interessant, mal hier das alles durchzusehen. Ist natürlich viel zu viel. Das kann ich jetzt nicht alles. Ja. So viel zu lesen. Es ist zwar nie wirklich so gut, wenn man die ganzen Informationen nur durchs Lesen in den Dingern rauskriegt, aber. Oh, Codex. Ah, das war der Codex. Logbuch. Das sind die ganzen Sachen. Okay. Alles klar. Wohin müssen wir? Dum-dum-dum-dum. Ich glaube, ich leuchte dir ins Gesicht.
Die Leute sind alle so, als wie Bauarbeiter, die man gerade geweckt hat. Und stolzieren hier rum und wissen nicht, was sie tun sollen. Weil sie nie damit gerechnet hätten, dass wir kommen. Okay, was ist das hier? Hallo, ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Durch Ihre harte Arbeit ist die Vision der Nexus zum Leben erwacht. Sie und alle Ihre Kollegen sind das Band, das unsere neuen Kolonien voller Stolz miteinander verbindet. Sehen Sie sich Ihre Errungenschaften an. Und falls Sie Fragen haben, steht Ihnen meine Tür immer offen. Gründerin Garsons Büro befindet sich hier. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Wählen Sie bitte ein Thema. Nein, danke. Das hatten wir, glaube ich, schon. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Das ist schön. Symbole verwirren mich noch ein bisschen auf der... Das sah komisch aus. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind. Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, oh, wir haben ihr uns das? Gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Gut. Ich habe mich schon langsam gefragt, wer hier eigentlich das Sagen hat. Direktor Edison hat ein Recht auf Ihre Meinung. Maßgeblich ist jedoch meine. Und weiß sie das auch? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Kett. Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung also das sind die Pilztypen, ist nun, trotzdem dann, eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Okay, aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... Wow. Salarianer. Typisch. Schleimig. Sehen aus wie Earthworm Jim. So wie ich das sehe, brauchen sie mich. Wenn ich Erfolg habe, wirken sie dadurch vielleicht wie der Anführer, für den sie sich halten. Mag sein, aber sie müssen sich als der Pathfinder beweisen, für den sie sich halten. Wo ist mein Schiff? Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon Stimmt was nicht? Au, mein Kopf. Ryder, kommen Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein, alles gut. Okay, aber wir können trotzdem kurz mal reden. Sie mögen eine wenig schmeichelhafte Meinung von mir haben. Aber ich möchte Ihnen wegen Ihres Vaters mein Beileid aussprechen. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Sie sind ebenso Teil der Initiative wie die menschliche Arche. Wir werden sie finden. Das müssen wir. Aber tausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Nee. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Wie Sie so treffend bemerkt haben, brauchen wir einander. Unser beider Zukunft hängt vom Erfolg des anderen ab. Der Entladungsvorgang für die ja, danke für die Info. Machst mir auch gar keinen Druck oder so. Kann ich dich scannen? Schade. Okay, wir müssen zum Sam-Wartungsraum. Mit Cass sprechen, mit Tan sprechen, mit Anderson sprechen. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Bei Mass Effect Andromeda. Mit eurem Ron und Gutko. Und der noch schlafenden Saya. Bis dann. Bye-bye.